Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Admit der BD ohne T. Willkommen heute zu What's on my phone Challenge. Und zwar, bevor ich mit diesem Video loslege, muss ich noch was loswerden. Und zwar ist meine Mikrofoneinstellung immer noch nicht so, wie ich das haben möchte. Weil wenn ich über einen Lautsprecher anhöre, schallt es immer so. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nur bei mir ist oder ob das auch bei euch ist. Deswegen schreibt mir mal bitte privat oder unten in die Kommentare, ob das bei euch auch so abgestumpft und irgendwie so schallen tut. Das wäre nämlich ziemlich interessant, weil über die Kopfhörer höre ich das nämlich nie. Und immer wenn ich meine Videos über meine Lautsprecher anhöre, dann tut es so schallen. Beziehungsweise mit dem Handy klingt es eigentlich auch okay, aber noch nicht so, wie ich das haben möchte. Deswegen schreibt mir mal bitte. So, dann würde ich jetzt mit diesem Video beginnen. Und zwar, was ist hier auf meinem Handy? Unten auf der Leiste sehen wir Telefon, Nachrichten, Safari und Musik. Ist meine Standard-Apps, die ich hier unten habe. Oben sehen wir die Standard-Apps von Apple, Mail, Kontakte, Kalender und Einstellungen. Ja, dann habe ich hier unten meine Fotografie, wo ich meine Bilder bearbeiten tue, beziehungsweise jetzt nicht mehr so bearbeiten tue. Da haben wir einen Filter, Retreacher habe ich früher benutzt, um Fotos machen. Ja, Airbrush zum Wegretuschieren, bla bla bla, aber benutze ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ja, dann habe ich hier Dienstprogramme. Das sind einfach die ganzen Standard-Apps von Apple bis auf Google Maps. Ja, dann habe ich hier den Store. Da habe ich den Apple Store drin und dann verschiedene Online-Shops bzw. auch Spotify, was ich nicht so oft benutze. Flixbus, MyDeals, Payback, PayPal. Jo, dann habe ich hier Kamera, YouTube, Fotos. Dann komme ich zu den sozialen Netzwerken. Da habe ich jetzt Messenger, Line, Skype, Lavoo, Twitter. AskFM, Telegram, Fiber, wir sagen einfach mal Fiber, ich weiß jetzt nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Dann Google Drive, ja, Abonnenten Plus ist keine App, wo man Abonnenten generieren kann, sondern Instagram bezogen, da kann man schauen, wer dich entfollowt oder jemand dich neu followen tut. Ja, dann habe ich noch Facebook, WhatsApp, Snapchat, das sind die, und Instagram natürlich, das sind die vier wichtigsten, deswegen habe ich sie draußen. Tumblr benutze ich jetzt, um dort mal vorbeizuschauen. Clash Royale, mein meistgespieltes Spiel, dann Endlight, damit bearbeite ich meine Fotos zurzeit, also eigentlich schon seit über einem Jahr. Ist eine kostenpflichtige App, ja, aber man kann dort ziemlich vieles machen. Ja, dann habe ich hier Haufen Spieleordner, also da ist ja wirklich alles voll geballert mit Spiele, die ich zwar schon seit über ein Jahr, zwei, drei Jahre nicht mehr spiele, aber trotzdem habe, weil ich denke, jo, irgendwann, wenn du mal Langeweile hast, wirst du die bestimmt spielen. Deswegen habe ich jetzt hier drauf bestimmt, keine Ahnung, 40 Spiele. Also das war's noch nicht, es geht hier noch weiter, irgendwo kommen immer dazwischen noch Spiele. Ja. Kicktipp, dort zum Tippen gegen meine Freunde Bundesliga. Ja, dann haben wir hier wieder Spiele. Soundhound ist das gleiche wie Shazam ungefähr. Benutze ich aber auch nicht so oft. Dubsmash kennt glaube ich auch jeder. DB Navigator benutze ich immer, wenn ich irgendwo nicht mit dem Auto unterwegs bin. Das Coole daran ist, ich brauche keine andere App mehr außer die. Ich kann einfach meinen Standort eintragen und dort, wo ich hin will. Und da zeigt mir den Fußweg, Straßenbahn, Bus, was weiß ich. Zeigt er mir gleich alles an. Deswegen perfekt. Wetter.com benutze ich natürlich zum Wetterschauen, weil ich die App von Apple nicht so wirklich mag oder nicht, keine Ahnung, die gefällt mir einfach nicht. Soundcloud, um Musik zu hören. Da haben wir hier ein Spiel. Dann One Football für die ganzen Fußballergebnisse, Bundesliga, Premier League, spanische Liga, alles. Champions League, Europa League. Jo, dann wieder ein Spiel. Dann Lieferheld, kennt glaube ich auch jeder zum Bestellen. TeamViewer habe ich mir auch seit letzter Woche runtergeladen, um meinen Computer zu steuern von weit, wenn ich unterwegs bin. Datennutzung, um zu gucken, wie viele Datenvolumen ich noch habe. Dann Twitch zum Streamen, also
Livestream schauen, weil Stream tue ich jetzt selber nicht auf Twitch. So, dann habe ich hier Programme. Das sind einfach Standardprogramme von Apple auch, bis auf Speedcheck und Emoji. Aber Speedcheck benutze ich jetzt, um zu schauen, wie schnell meine Leitung ist. Ja, dann haben wir hier noch Unterhaltung. Da sind verschiedene Sachen drin. Event Time, Lieferando, Live View ist ungefähr das gleiche wie Chat Roulette und Omegle. Sowas ungefähr nur für ein Handy, aber ein bisschen arm halt. Ne, gefällt mir auch nicht so. Müsste ich eigentlich auch mal löschen. Was haben wir hier noch? Dienstprogramme noch einmal. Ja, TripAdvisor, Hotelbewertungen, Restaurantbewertungen stehen da drin. Cheekbench ist ein Benchmark-Test für ein Handy. Ringtones kannst du deine eigenen Klingeltöne erstellen. TV-Smiles war früher die, also habe ich jetzt schon ewig nicht mehr benutzt. Kann man nebenbei, wenn man sein Handy neben sich hinlegt und Werbung läuft, irgendwie Punkte sammeln und das dann gegen Prämien eintauschen, beziehungsweise auch Quiz beantworten und das dann später gegen was anderes eintauschen, also Prämien. Finanzwesen, meine ganzen Banking-Apps. Dann habe ich hier nochmal Goldesel, ist das gleiche ungefähr wie TV-Smiles. Dann McDonald's, natürlich wenn es dort Gutscheine gibt, kann man sich dann immer was gönnen. Wieder ein Spiel, Wish wird wahrscheinlich auch jeder kennen. FIFA 19 Companion, eine App für FIFA 19 halt. iZip zum Entzippen von ZIP-Dateien. Momox ist wie Rebuy. Dann haben wir Chrome. Ja, sagt wahrscheinlich auch, also wird wahrscheinlich jeder wissen, was es ist. Adobe Feel & Sync, kann man PDF-Dateien signieren und ausfüllen. Megati ist eine Telekom-App. Bei Vorwind, da kann man Tipps abgeben für Bundesligaspiele und wenn man 5 richtige hat, kann man dort richtig fett absahnen, aber benutze ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Expedia, Flugzeug buchen, Ampedio, Parkplatz buchen, Spiel, Kick, Messenger, also auch wieder ein Messenger, Sinister zum Kino buchen, dann Magic Home ist das, wo ich meine LEDs hinten steuern kann. Kann ich ja mal kurz zeigen. Ja, dann kann ich ja hinten. Kann ich hier hinten nach jede Farbe, die ich haben möchte, steuern. So, lassen wir es wieder so ungefähr. Ja, dann habe ich hier nochmal Fotografie. Da kann ich meine Videos drehen und einen Filter drauflegen. Dann Unterhaltung, Wahrheit oder Pflicht, also für jede Party mal aus Spaß immer mit drauf. Remote-Maus, um meine Maus von Weiden zu steuern, also am Computer. Firefox, Taschenrechner, Spiel, Musical.ly bzw. TikTok, Burger King, einer der wichtigsten App, weil dort gibt es immer Gutscheine, mega geil. KFC-Gutscheine auch manchmal, immer gut, Gutscheine. Rebuy, Around Me, was um mich herum ist, also Apotheke, Bank, was alles hier in der Nähe ist. iScanner, um einzuscannen und dann kann ich gleich ausdrucken. Keyboard sagt auch, kann ich mein Handy als Tastatur benutzen. Wieder ein Spiel. Down Detector benutze ich auch manchmal, um zu schauen, was zurzeit für Störungen da sind. Also jetzt auch bei der Telekom Störungen sind oder bei EA Störungen sind, wird hier alles aufgelistet. Ja, da habe ich wieder ein Spiel. Das ist das erste. Und Spiel. Netflix, The Song. Keine Ahnung. Days, ich sage mal Days dazu, aber es heißt glaube ich The Song. Dann YouTube Studio bearbeite ich dann manchmal nach mein Infobox oder habe ich halt eine Statistik über meine ganzen Videos und alles. Ja. Dann habe ich hier wieder Spiele. Dann ähnlich wie Wish, dann die Magenta App von der Telekom. Dann zum Schauen, was hier für Urlaubsschnäppchen zurzeit sind. Pizza.de zum Pizza bestellen. Wieder ein Spiel. Und Tinder auch mega wichtig zum Daten. Und wieder ein Spiel. Und Apple TV Remote, um Apple TV zu steuern. Und wieder ein Spiel. Und hier kann man seine Subscriber beobachten. Wenn sie steigen. Dann wieder Spiel. Stats Royale kann ich dann immer schauen, welche Truhe ich als nächstes bekomme. Promille habe ich jetzt gerade. Keine Ahnung, was das für eine App ist. VideoGet kann man Videos herunterladen und offline dann sich anschauen. So, bei Urlaub habe ich jetzt ganz verschiedene Apps. Vorhin habe ich auch noch Urlaubsträger gehabt, genau. Da tue ich immer Preise vergleichen und schauen, wo halt
der Urlaub am günstigsten ist und ja, genau. Ja, dann habe ich noch Telonym zum Fragen stellen, dann Insta-Size, Momento wieder zum Bilder bearbeiten und Beziehung My Love. Gut, das müsste ich langsam mal löschen, weil ich nicht mehr in einer Beziehung bin. Ja, da steht das Datum drin noch. Und als Hintergrundbild habe ich ein Bild mit einer guten Freundin. Nicht meine Freundin, sondern eine gute Freundin. Grüße gehen raus an dich. Somit. Und das ist alles, was auf mein iPhone ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen. Wie immer könnt ihr unten in den Kommentaren Verbesserungsvorschläge reinballern. Und somit bin ich heute raus und sage zu euch, macht's gut, ciao.